Seid ihr herzlich willkommen, Channeling aus der Bibel. Wenn ich die Bibel aufschlage, bekomme ich bestimmte Wörter oder einen Satz, gleichzeitig auch Gedankeneingebungen sind nämlich nicht meinen eigenen Gedanken und das ist die Botschaft aus der Bibel. Ich erhalte auch Bilder. Diesmal war ein Tür und dort hat ein Mann geklopft mit seiner rechten Hand und im linken Hand war ein Lorbeerblatt, ein Zweig. Wie siehst du dieses Bild? Kannst du gerne im Kommentar schreiben. Vielen Dank. Wie ich das deute, dass jemand kommt, besucht dich. Und dieser Lorbeerblatt zeigt Sieg. In einer bestimmten Situation hat er Sieg oder du oder ihr beiden. Ich empfinde das als Glück. Dieser Glück klopft schon an dein Tür. Wenn du eine persönliche Botschaft möchtest, besteht die Möglichkeit, kannst jederzeit mit mir per E-Mail kontaktieren. Und mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Und ich bin jetzt gespannt, was ist die aktuelle Botschaft aus der Bibel? Jemand vertraut dir ein Geheimnis. Innerhalb 5 Tagen findest du deine Ruhe. Es gibt eine Frau und diese Frau hat dich verletzt. Diese Frau entfernt sich von deinem Leben. Denk immer an die Fülle, dann bist du gesegnet. Es gibt ein Amt oder eine rechtliche Lage. Sie wollen dich beschuldigen, aber du brauchst kein Schuldgefühl haben. Du hast bis jetzt die Grenze verspürt und hast gedacht, es geht nicht voran. Diese Grenze ist weg. Ich könnte sagen, du wirst über diese Grenze hinauswachsen. Dieser Krieg, was gerade läuft, kann man nichts erklären.
Viele wollen das fortsetzen. Sie werden das missbrauchen. Es wird vieles verlogen. Glaube nicht daran, was vermittelt wird. Und das war die Botschaft aus der Bibel. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.